Hallo, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 55. Let's Play of Leeches. Okay, mein Mitspieler New Town Boy Majestic zieht D4. Okay, sollte ich jetzt mal. Ach komm, jetzt. Wir wollen jetzt mal hier mit F5 starten. Holländisch. Das spiele ich gerne mal gegen D4. Vielleicht jetzt nicht in klassischen Partien, aber. Oh. E4 sofort. Hat dieser Spieler das von diesem Computer-Match vielleicht übernommen? Man weiß ja nie. Weil da, das weiß ich noch, das war Stockfish gegen Lila. Also war ein Computer-Match. Und das hat da genau gleich, hat er auch E4 gespielt. Moment, wie ging es denn dann da nochmal weiter? Gut, wir können eh nicht auf dem Niveau spielen, aber ist vielleicht ganz interessant. Also ich nehme den mal mit. Dame nach hierhin kann ich mit diesem Zug beantworten und ich möchte mich hier mal ganz normal entwickeln. Ja, das ist giftig. Das ist schon giftig, was mein Gegner hier spielt. Da muss man schon aufpassen. Aber ich kann ich den? Moment, wie war das nochmal? Dann kommt dieses Schach da. Ja, und dann kriegt er den. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Dann mache ich erst den und hoffe, dass mir nichts passiert. Ich habe zwar aktuell einen Bauer mehr, aber das ist jetzt kein echter Bauer mehr, glaube ich. Ja, jetzt er droht wieder da. Es ist echt, das ist schwierig. Die Stellung ist tückisch. Die Stellung ist richtig tückisch. Das ist mir bewusst. Wie spielt man das jetzt am besten? Gegen den Spieler hätte ich vielleicht besser nicht holländisch gespielt, sondern was anderes. Aber vielleicht komme ich ja doch noch irgendwie raus aus dem Ganzen. Ich hoffe es zumindest. Können auch den spielen. Was ist eigentlich die Drohung? Immer, dass er hier schlägt und dass er dann da Schach gibt und dann den bekommt, wenn da einer steht. Das ist ja eigentlich die Drohung. Da. Ja, die andere Drohung ist, dass er hier schlägt und dann den bekommt, klar. Aber den gebe ich eigentlich her. Was ist eigentlich. Ah, ich könnte G6 spielen. G6 und hoffen, dass sie nicht matt wird. So quasi. Ja, das ist, hoffe ich mal, die sicherste Variante. Den Bauern gebe ich wieder zurück. Das ist alles okay. Also da habe ich jetzt kein Problem damit. Ja. So, jetzt spielen wir einen Läufer nach G7. Einfach nach G7. Ich habe sowieso den Plan, dann irgendwann vielleicht mal den zu ziehen. Jetzt rochieren und ich muss schneller spielen, sonst wird das nix hier, wenn ich hier nicht schneller spiele. Jetzt greife ich den an. Vielleicht habe ich da, weil er hat jetzt nicht rochiert bisher, von daher habe ich vielleicht genügend Zeit, um das irgendwie auszunutzen. Ja, jetzt machen wir erstmal den. Wenn jetzt Läufer, er geht mit dem Springer dazwischen. Interessant. Das ist interessant. Läufer dahin. Droht so ein bisschen, dass er zumindest einen Doppelbauern bekommt. Okay, jetzt könnte ich den sogar. Ja, ich sehe schon, er möchte groß rochieren. Ich habe keine Zeit mehr. Wieso spielen die denn alle so schnell? Was ist denn los? Was ist denn los? Vielleicht hätte ich doch lieber dieses Springer D7, was ich erst überlegt habe. Vielleicht hätte ich das doch lieber gespielt. Weiß nicht, schwer zu sagen. Den und auf den losgehen. Ist das zielführend? G4 würde ich gar nicht spielen. Ich hätte da mit D6 eher spielen sollen. Damit D6 wäre, glaube ich, besser gewesen. Ah ja. Ich hüte mich nur ein bisschen davor, den sofort zu schlagen, weil sonst ist die Linie hier offen und das ist vielleicht unangenehm. Jetzt gehen wir mal lieber dahin.
Solange der König dasteht, ist immer so ein bisschen diese Diagonale auch für ihn gefährlich. Also, jetzt könnte ich da Schlange ihm einen Doppelbau bescheren. Jetzt machen wir mal die Scharten auf. Machen wir mal die Scharten auf. Ja, öffnet zumindest den Läufer. Mal gucken. Und ich habe wenig Zeit. Ja, jetzt muss ich hier nehmen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Soll ich da nehmen? Da nehmen und dann da nehmen. Ist vielleicht gar nicht. Na komm, das probieren wir mal aus. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber der wird schwach. Vielleicht. Vielleicht ist es auch doch nicht so gut gewesen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal da zurück. Den darf er nicht machen, weil sonst der kommt. Weil sein König immer noch nicht weg ist. Jetzt zieht er ihn weg. Jetzt zieht er ihn weg. Ja, das ist natürlich ungünstig für mich. Jetzt drohe ich, wenn meine Maus hier mal nicht so verrückt spielen würde. Jetzt drohe ich ein bisschen da und vielleicht auch mit B5. Nehme ich da erstmal und nehme dann da. Wenn der Schach da unten kommt, kann ich einen Läufer dazwischen ziehen. Oder die Dame. Hoffe ich mal, dass da nichts passiert. Zeit habe ich eh fast keine mehr. Ja, ich weiß ja. Aber jetzt? Aber jetzt? Gehen wir dahin. Ich habe zu wenig Zeit. Ich glaube, ich stehe gar nicht schlecht, aber bei so wenig Zeit eine gute Lösung zu finden, ist nicht einfach. Wie spielt man das jetzt am besten? So vielleicht? Nee, das geht nicht, weil dann schlägt er hier erst mit der. Moment, was? Dann schlägt er erst da mit der Dame. Was ist, wie ist das? Dame schlägt. Der ist immer die, meine Dame ist immer gedeckt. Ich habe keine Zeit mehr. Ja. Wenn dieses Endspiel, das ist, denke ich, interessant auf jeden Fall. Wieso spielen die denn alle so schnell? Was ist denn los? Oder kommt es nur mir so vor? Ja, jetzt kriegt er den. Das ist natürlich schlecht, dass er den kriegt. Das ist natürlich schlecht. Okay, das gebe ich auf. Gut gespielt. Glückwunsch an meinen Gegner, aber jetzt das nächste Mal spiele ich frei auch schnell, ne? genau. Also, dann hoffe ich, dass euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann wie immer abonniert meinen Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao.